Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. In der letzten Folge haben wir hier so ein paar Quests angenommen, wo wir jetzt auf den Spalthuf anhöhen, uns um die Zentauren kümmern müssen, nachdem wir sie ja verarscht haben mit gefälschtem Gold und die uns jetzt nicht mehr mögen. Ja, da sie quasi unser Angebot nicht angenommen haben, müssen wir sie jetzt anders überzeugen. Und jetzt müssen wir mal gucken. 15 von denen müssen wir umbringen. Und ja, so ein bisschen Öl müssen wir abzapfen. Und währenddessen wird wahrscheinlich dieser Zapfhahn bzw. diese Zapfanlage angegriffen. Und dementsprechend müssen wir sie dann auch verteidigen. So, mal gucken, wo wir da genau hin müssen. Das ist, glaube ich, egal. Einfach nur in so einen Öltümpel hier hinten hin. So, wunderbar. Ich würde sagen, dass wir erstmal hier die Viecher angreifen. Oh, genau, das sind ja Zauberer. Dementsprechend greifen die uns natürlich auch mit Fernangriffen an. Beziehungsweise in dem Fall mit Zaubern. So, sehr schön. Dann können wir eigentlich unsere... Wo ist denn das? Den Ölbohrturm, genau. Dann können wir die mal aufstellen. Wunderbar. Ja, und jetzt wird er höchstwahrscheinlich angegriffen werden. Müssen wir mal gucken, wie lange das hier dauern wird. Was haben wir da? Was war das da hinten? Skorpion. Oh, den müssen wir eventuell auch für unseren Erfolg töten. Dürfen wir mal gleich nicht vergessen, sobald wir hier fertig sind. Ach cool, das zählt sogar für die andere Quest mit. Das ist ja nice. Da können wir hier quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir könnten aber ein bisschen öfter hier angelaufen kommen. Allzu viel passiert hier ja jetzt nicht unbedingt. Da hätte ich jetzt mit ein bisschen mehr Gegenwehr gerechnet. Ah, okay, jetzt kommen sie zu zweit. Aber wir haben natürlich keine Aktionspunkte, wollte ich schon sagen. Keine Wut mehr. So, sehr schön. Na, jetzt werden die wahrscheinlich gleich zu dritt angreifen. Na. Wird das noch was? Also entweder machen wir richtig viel Schaden und sind dementsprechend brutal gut, oder da haben die Entwickler einfach einen Schmarrn gemacht. Das kann natürlich auch sein. Weil ich weiß nicht, ich glaube nicht mal Zauberklassen brauchen so lange, um hier zwei Gegner zu töten. So, wunderbar. Wie lange dauert denn das hier noch? Ich würde jetzt gerne die beiden Quests abschließen. Hallo. Na, wir können ja mal gucken, was wir nachher machen müssen. Kanonen zerstören, okay. Und ein paar Piraten töten. Alles klar. Ah ja, okay, die Quest ist abgeschlossen. Wunderbar. Jan, hier einmal den Skorpion. Rufen wir mal ihn zu uns. Dann stört er uns nicht, wenn wir uns um den Skorpion kümmern. So, wunderbar. Sehr schön. Und wo ist er jetzt hinten? Da vorne. Bam, wunderbar. So, wie viel fehlen uns jetzt noch? 5 Stück, dann schauen wir mal, dass wir hier möglichst viele sammeln. Du darfst herkommen. Dich greifen wir an und du kriegst eine Waffe an deinen Kopf geschleudert. Dann haben wir das nämlich gleich alles auf einmal erledigt. Danach fehlen uns nur noch 2. Und das geht ja dann richtig, richtig flott. So, da dürften wir auch bald ein Level up haben. Das hat ja jetzt leider letzte Folge nicht geklappt, dass wir quasi noch ein Level abgeschafft haben. Aber, so, nehmen wir dich mal mit und dann nehmen wir dich noch mit und dann haben wir die 15 zusammen. So, sehr schön. Ah, alles klar. Da gehen wir mal wieder zu unserem kleinen Gnom da unten hin. Wo ging es hier runter? Hier so, ja. Was ist das da hinten? Auch wieder Sonnengras. Das hätte mich ja gewundert, wenn das kein Sonnengras gewesen wäre.
Verteidigt den Turm. Öl, schwarzes Gold, Tanaristi. Wir sind reich. Jetzt müssen wir uns nur den übrigen lästigen Zentauren annehmen. Mit dem ganzen Gold, das wir verdienen werden, können wir uns sicher leisten, sie auf irgendeine andere Klippe umzusiedeln. Alles klar, wunderbar. Enteignung. Das wird Ihnen eine Lektion erteilen. Ihr habt die Zentauren so sehr eingeschüchtert, dass wir nur sehr wenig Wachen des Turbodampfers brauchen werden, um das Gebiet zu sichern. Zumindest wird es so sein, nachdem wir mit Ihrem angeblichen Anführer, dem Luftelementar, fertig sind. Das Horn erklingen lassen. Ich freue euch zu sehen. Dieser alte, zerbitterte Zentaur-Himmelsrufer Vraktris hat den großen Luftgeist erwähnt, ein von den Zentauren verehrtes Wesen. Uns diesem Wesen anzunehmen, ist der letzte Schritt der Sicherung der Anhöhen. Ich habe gesehen, wie sie das große Horn oben auf dem Hügel erklingen haben lassen, um den Luftelementar zu rufen. Er gab ihnen Befehle und verschwand gleich darauf wieder. Lass das Horn erklingen, Mary. Ja, alles klar. Jetzt dürfen wir ein bisschen blasen, scheinbar. So, laufen wir da mal ganz fix nach oben. Die Gegner hier sind Gott sei Dank noch nicht respawned. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ich glaube, hier oben. Genau, da sehen wir sowas wie ein Horn. Mal schauen, wo da der Aufstieg ist. Der ist wahrscheinlich auch einigermaßen gesichert. Na, da hinten geht's wohl hoch. Soweit ich das hier erkennen kann. Mit meinen alten Augen. Na, mal gucken, können wir uns da hochcheaten? Hallo? Ja, tatsächlich, wunderbar. Dann haben wir uns den Weg außen rum gespart. So, prima. Dann einmal dich noch. Sodala. Blasen. Wunderbar. Okay, und da oben ist er schon. Ihr wagt es, einen Fürsten des Himmelswalds anzurufen, Merrily. Ich werde euch vernichten und euren Leichnam zurück in das Schlammloch befördern, aus dem ihr gekrochen seid. Ja, das denke ich mal nicht. Ich würde eher sagen, dass wir dich wieder in eine Luftdimension befördern. Ja, und da ist er schon tot. Wunderbar, das ging ja ziemlich easy. So, einmal hier so runter. Und ich glaube, dann haben wir die Quest hier in der Spalthufanhöhe soweit auch schon fertig. So, einmal hier vorbei. Einmal dort vorbei. Okay, so super. Wird der uns angreifen? Na, hat geklappt. Wunderbar. Was ist das da? Wolkenschlange, okay. Willkommen. Das Horn erklingen lassen. Nun wird Ihnen wohl kein magischer Luftzauber zu Hilfe eilen, wenn wir das Gebiet an uns nehmen. Sehr schön. Rohstofflieferung. Ach, also Merrily, ich will, dass ihr das Öl zu Fizzle auf dem Turbodampfer bringt und ihm von den guten Neuigkeiten erzählt. Alles klar. Na, dann sind wir hier scheinbar wirklich fertig. Dann schwingen wir uns mal wieder hier auf unseren kleinen, auf unser kleines Bütchen. So, da, Flusskahn. Und einmal losdüsen, bitte. Mit Highspeed. So, sehr schön. Dann können wir uns, glaube ich, hier jetzt ans Ostufer bewegen. Wenn wir jetzt nicht hier noch eine Quest bekommen vom Turbodampfer aus. Was ich aber nicht glaube. Und wir dürften gleich tatsächlich ein Level-Up haben. Muss ich mal gucken, ob ich danach vielleicht so eine Instanzenfolge aufnehmen, wie ich ja schon vor zwei Folgen, glaube ich, erwähnt habe, dass ich das eventuell mal einführen werde. So, wunderbar. Und ich glaube, wir müssen jetzt wieder ganz nach oben, oder? Weil es dürfte ja beim Kapitän vom Schiff sein. Ja, tatsächlich. Fizzle Kupferbolz. Rohstofflieferung. Was ist das? Ist das Öl? Ja, bitte sehr. Es ist Öl. Ihr seid ja wirklich von unschätzbarem Wert, Merrily. Zu schade, dass ich euch jetzt schon wieder weiterschicken muss. Okay. Einmal ein Schild mit Intelligenz und Brust. Okay, brauchen wir alles nicht. Nehmen wir mal das hier. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier soweit alles erledigt. Super, dann können wir uns wirklich ans Ostufer begeben. Zu den Piraten. Alter, warum macht er hier Hühnergeräusche nach? Können wir übrigens auch. Genau.
Okay, also dahinter müssen wir dann... Springen wir da mal flott ins Wasser. Und dann mal wieder hier auf unseren Flusskahn. Wunderbar. Und wieder einmal richtig schön düsen. Leider ohne Dampf. Da hätten sie ruhig mal eine kleine Animation einfügen können. Aber gut, man kann nicht alles haben. Piraten töten und Kanonen zerstören. Alles klar. Das klingt ja nach einer... Nach einem einfachen Job für uns. Hoppala. So, kommen wir da vorbei. Oh, warum zoomt er denn immer so weit rein? Das ist ein bisschen nervig. So, nehmen wir ihn noch mit und dann können wir hier drei auf einmal angreifen. Er ist ein bisschen mehr Action. Ja, kein schlechter Schaden auf jeden Fall. So, drei Stück haben wir schon. Gut. Dann würde ich sagen, arbeiten wir uns mal hier nach oben. An dem Papageienviech hier vorbei. Da können wir nämlich oben auch direkt mal die Kanonen zerstören. So. Und coole Musik auf jeden Fall. Hat so ein bisschen was von Star Wars oder so. Was ist das denn? Prächtiger Lehmspachtel, okay. Ein schöner Vogel. Da gibt es übrigens auch ganz viele Haustiere zu. Also zu Papageien und sowas, Vögeln. Muss ich mal gucken, dass ich uns da auf jeden Fall mal eins besorge. Ich glaube, da haben wir noch gar keins, oder? Haustiere? Ah doch, tatsächlich, die Uhus. Da könnten wir eigentlich mal so einen rausholen. Sind wir schon eine Weile hier mit unserem kleinen Winterquelljungen rumgelaufen. Da können wir hier mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen. Großer Uhu oder so eine Sperbereule. Ich würde sagen, wir laufen mit dem großen Uhu rum. Er schaut ganz nett aus. Schaut zumindest aus wie so ein richtiger Uhu. So, das sind die Kanonen. Alles klar. Dann nehmen wir den Matrosen hier auch noch mit. Und ich muss mal vorsichtig sein, dass sie uns hier nicht die Klippe runterschmeißen. Das machen nämlich einige Gegner, dass sie einen zurückstoßen. Da habe ich jetzt hier noch gar nicht drauf geachtet, ob das der Fall ist. Wunderbar. So, wie viele Kanonen müssen wir zerstören? 8 Stück. Okay, das geht ja flott. So, Nummer 2. Dann nehmen wir den Matrosen noch mit und den Matrosen noch mit. Nehmen wir hier die Kanone zerstören. Wunderbar. So. Okay, sehr schön. Was müssen wir hier noch machen? Whistle Kupferbolz. Okay, da in dem eingezäunten Bereich. Dann... Nehmen wir ihn mal mit und schauen wir mal, ob wir an den noch rankommen. Na, das ist noch ein bisschen weit weg. Da kümmern wir uns erstmal um die hier. Und sie netzen uns hier scheinbar ein, okay. Das heißt, wir kommen dann quasi nicht von der Stelle. So, wunderbar. Ach, der ist hier gefangen scheinbar. Und wir sind schon wieder betrunken. Dann war das Geräusch, Genau, die bewerfen uns hier nämlich mit irgendwelchen Flaschen und dann werden wir scheinbar betrunken. Das ist ja auch nett gemacht, auf jeden Fall. So, mal wieder mit ihm hier reden, so. Hey, holt mich hier raus! Und ein Level Up, wunderbar, das geht ja echt ziemlich flott. Neue Fähigkeit verfügbar, zerschmettern. Zerschmettert den Gegner und verursacht so 110% Waffenschaden plus 112. Okay, gucken wir uns gleich mal an. Versunkene Schätze. Toni Zweihauer, der Piratenadmiral, hat den Schlüssel für den Käfig. Er ist von Ogern bewacht, die ihr nicht töten können werdet. Whistle heult noch ein bisschen und schaut plötzlich nach oben. Man kann sehen, dass ihm eine Idee gekommen ist. Ich hab's. Was ist Piraten wichtiger als alles andere? Sogar wichtiger als Grog. Genau, Schätze. Sie hatten einst ein Schiff voller Schätze, das von einem riesigen Walhai versenkt wurde. Die Schätze sind überall im Illusionsschlund verteilt. Nordwestlich von hier. Geht und holt die Schätze. Ja, dann werden wir uns da auf jeden Fall drum kümmern. Aber jetzt natürlich erstmal noch ein paar Matrosen und ein paar Kanonen zerstören. So, einmal dich und einmal dich natürlich. Wobei wir hier richtig betrunken werden. Der Wahnsinn. Müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir nachher, wenn wir auf unserem Schiff sind, in eine Polizeikontrolle reinfahren. Das wäre natürlich nicht gut. Dann verlieren wir womöglich unseren Schiffsdampfer-Führerschein.
Na, wir sind richtig, richtig betrunken. Wahnsinn. So, Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7 und Nummer 8. Wunderbar. Okay, dann sind wir fertig. Dann können wir tatsächlich wieder zum Schiff vor und mal die Quests abgeben, beziehungsweise einmal hier unter Wasser. So, einmal hier so. Wo war der mit dem Papagei? Nicht, dass wir ihm in die Arme laufen. Da vorne ist er, okay. So, mal gucken. Sollen wir vielleicht erstmal die Quests abgeben? Oder erstmal die Schatzkisten sammeln? Ich würde sagen, wir gehen mal ganz fix hier zu den Schatzkisten. Die müssten ja hier direkt hier unten sein. Mal gucken. Ja, da ist das ganze Gebiet. Wunderbar. So, da unten sehe ich schon welche. Wobei da so ein Murloc oder so dran ist, okay. Einmal. Ja, dann greifen wir ihn mal an, das ist ja kein Problem. Außerdem kommen wir damit schneller zur Kiste. So, Nummer 2. Und Nummer 3. Wo haben wir noch ein paar? Da unten ist noch eins, okay. Na, da unten sind sogar noch 3, okay. Aber Merrily ist richtig, richtig betrunken. Der Wahnsinn. So, einmal hier hinter. Müssen wir mal gucken. Ich habe keinen Bock jetzt noch allzu viel zu kämpfen, weil ich würde in der Folge gerne noch die anderen Quests abgeben. Dass wir hier wieder so ungefähr ein halbes Level haben. Na, jetzt greift er uns tatsächlich an. Da oben ist noch eins und da oben ist noch eins. Wunderbar, dann greifen wir den halt nochmal ganz fix an, wenn er unbedingt Bock drauf hat. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja genug Schaden für alle. So, da la. Nummer 7. Wo ist denn die Leiche? So. Und Nummer 8 haben wir hier. Wunderbar, dann schnell mal wieder an die Wasseroberfläche und auf unser Schiff. So. Wo ist denn eigentlich der Turbodampfer? Den sehe ich jetzt gerade gar nicht. Da hinten, glaube ich. Ja, tatsächlich. Okay. Flusskahn. Wunderbar. Ich trinke mal nebenbei wieder ein bisschen was. So, prima. Und ihr seht schon, die Abstände zwischen den Leveln, die werden immer größer. Dementsprechend ist es auf jeden Fall lohnenswert, in Gebieten zu questen, die quasi, ja, auf unser Level zugeschnitten sind, weil es da eben für die Quests einfach viel mehr Erfahrungspunkte gibt beim Abschließen. Dementsprechend werden wir, denke ich, 1000 Nadeln bald verlassen. Wir sind da jetzt auch schon 44. Hier. Kann ich euch helfen? Ein wenig Vergeltung. Das wird diesen gemeinen Hunden eine Lektion erteilen. Ich danke euch, Merrily. Ja. Was haben wir hier? Das schaut doch gut aus. Nimmt uns ein bisschen Ausweichwertung oder Trefferwertung. Ich würde sogar sagen, dass wir Band aus Raptorzähnen ersetzen. Weil Ausweichwertung doch ein bisschen wichtiger als Trefferwertung ist. Band aus Raptorzähnen. So, mal gucken. Wo haben wir es denn? Da. Band aus Raptorzähnen. Alles klar. Und dann müssen wir, glaube ich, wieder nach ganz oben. Nee. Zu unserer kleinen Jinky. Kann ich euch helfen? Die Kanonen erstummen lassen. Sie schießen immer noch, aber schon viel weniger. Yippie! Ja, wunderbar. Ich denke, damit hätten wir die Quest jetzt auch erledigt. Nächstes Mal werden wir hier zum Südmeerstützpunkt gehen und die Quest von Wizzel Kupferbolz abgeben. Und ich denke, dass wir diese Quest hier nichts mehr machen. Das mit der Schreis-Kryokanone. Sondern uns direkt nach Tanaris begeben. Ich denke, ich werde jetzt mal eine Folge mit Dungeons aufnehmen. Beziehungsweise zwei Dungeons oder so. Und wir kommen nach Sulfarak, Freunde. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ob wir das vielleicht jetzt gleich machen sollen, ich weiß es nicht. Mal gucken, das werde ich mir auf jeden Fall überlegen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Ciao.